Nationalpark Harz, das Scheitern des Waldumbaus. Es geht um diese Fläche hier. Da kann man das sehen, dass der Waldumbau gescheitert ist. Die liegt in der Nähe von Braunlage. Braunlage ganz im Süden des Nationalparks. Hier zur Orientierung der Brocken, da oben Bad Harzburg, hier St. Andreasberg. Und es geht um diese Fläche hier direkt neben der Bundesstraße 4 in der Nähe von Braunlage. Ich will Ihnen erklären, wie Sie da hinkommen, wenn Sie sich das einmal selbst anschauen wollen, was die Nationalparkverwaltung da gemacht hat. Hier das Zentrum von Braunlage und dann gibt es hier die von Langenstraße. Die kann man mit dem Auto bis hierhin fahren, da zweigt es ab zur Jugendherberge und dann geht man zu Fuß hier unter der B4 entlang. Hier ist diese Fläche, direkt neben der B4. Ich bin diesen Wanderweg gegangen und dann diesen sogenannten Kaiserweg bis ungefähr hier unten und habe dann hinterher im Jahr 2023 gefilmt. Losgegangen mit der Waldumwandlung ist es in den Jahren 2014, 2015. Da wurden hier Bäume gefällt, und zwar Fichten. Warum? Die Nationalparkverwaltung erklärt es auf diesem Schild. Der ursprüngliche Wald des Harzes war bis in die Höhenlagen von Buchen und Buchen-Fichten-Mischbeständen geprägt. Und dann kam der böse Bergbau, das böse Hüttenwesen und die böse Köhlerei. Und dann sind daraus strukturarme, gleichförmige Fichtenforste entstanden. Für die Natur ein großer Verlust. Das Feindbild des Nationalparks waren immer diese strukturarmen, gleichförmigen Fichtenforste. Die sollten umgewandelt werden. Und wie hat man das gemacht? Mit den durchgeführten ökologischen Maßnahmen? Naja, mal, ob die ökologisch waren, da kann man sich drüber streiten. Zumindest wurden dunkle Fichtenforste aufgelichtet. Es wurden also einzelne Fichten entnommen, damit da Licht reinkommt. Und dann wurden in diese aufgelichteten Wälder Buchen angepflanzt. Buchensetzlinge, vielleicht so 30 cm hoch. Und damit sollte also der Grundstein für die naturnahen Wälder von morgen geliefert werden. Dummerweise war das nicht das Ende dieser Entwicklung 2014, 2015, die Buchenanpflanzung, sondern im Jahr 2020 passierte dann Folgendes. Der Kaiserweg war damals gesperrt. Warum? Jetzt wurden alle Fichten entfernt. Restlos alle Fichten wurden abgeräumt. Man sieht im Hintergrund die Holzpolter. Deswegen war der Kaiserweg gesperrt. Warum hat man das gemacht? Weil sich ab 2018 der Borkenkäfer breit gemacht hat im Nationalpark und in den umliegenden Wäldern. Und man wollte unbedingt verhindern, dass der Borkenkäfer aus dem Nationalpark entweicht, ausbricht in die umliegenden Wirtschaftswälder. Und deswegen hat man hier an der Grenze zu den Wirtschaftswäldern den Fichten alle gefällt, damit der Borkenkäfer da nicht rauskommt aus dem Nationalpark. So, und jetzt zeige ich Ihnen Bilder 3 Jahre später, Juli 2023, was aus dieser Fläche geworden ist. Man sieht hier ganz im Norden dieser Fläche, hier war übrigens das Schild, das ist jetzt entfernt worden, weil es veraltet ist. Man sieht hier ein sogenanntes Weisergatter. Das ist ein umzäunter Bereich. Da drin hat man eigentlich gar nichts gemacht. Was Sie da sehen, ist Naturverjüngung. Die Bäume, die da gekommen sind, vor allen Dingen Vogelbeeren, auch Eberesche genannt, die sind alle selber dahin gekommen. Naturverjüngung. Und hier sehen Sie die Grenze. Nicht? Da hört der Zaun auf und dann kommt diese sogenannte umgewandelte Fläche. Und Sie sehen schon, da stehen viel, viel weniger Bäume. Pionierbaumarten, die hier den Kahlschlag eigentlich besiedeln wollen, so wie Birke oder Bergahorn, die werden von den Hirschen sofort verbissen. Schon wenn sie keimen, haben sie keine Chance. Im Hintergrund sieht man auch noch, wenn man genau hinschaut, ein paar angepflanzte Buchen. Und dann kommt wieder dieses Weisergatter. Weisergatter, weil da können die Hirsche nicht rein und die Hirsche können da nichts fressen. Jetzt sind wir am Kaiserweg. Und ich schwenke mit der Kamera nach Osten. Und
Jetzt sehen Sie hier im Vordergrund total verbissene Vogelbeeren. Die Vogelbeeren müssten viel, viel größer sein. Hier vorne im Vordergrund sehen Sie wieder eine Vogelbeere neben diesem Fichtenstumpf. Jetzt kommen einige gepflanzte Buchen ins Bild, auch alle verbissen. Die müssten viel größer sein. Sie sehen, die sind so säulenartig wie mit der Heckenschere bearbeitet. Und das waren die Hirsche. Hier wieder ein Schwenk über die Fläche Richtung Braunlage. Sie sehen im Hintergrund, das sind Wirtschaftswälder, die sind alle abgestorben. Also die Bekämpfung des Borkenkäfers hat nichts genützt. Im Vordergrund verbissene Fichten, auch Fichten werden verbissen. Die sehen dann so komisch buschförmig aus. Die Nationalparkverwaltung nennt so etwas eine flächig beräumte Buchenpflanzung. Aber so sehen Buchen nicht aus, wenn sie ganz normal wachsen. Die werden zurecht gebissen von den Rothirschen. Im Vordergrund, das ist das Fuchsche Greiskraut, was so gelb blüht. Das ist giftig, wird von den Hirschen nicht gefressen. Jetzt kommt wieder der Kaiserweg und im Hintergrund abgestorbene Fichten. Hier im Vordergrund nochmal total verbissene Buchen, so buschförmig oder säulenartig. Hier vorne eine einzige Buche, die ist etwas größer, aber auch da ist in der Mitte der Trieb ist verbissen. Man sieht diese zwei Seitentriebe, die sich da gebildet haben, aber in der Mitte der Leittrieb, der wird immer verbissen. So, jetzt kommt die andere Seite des Kaiserwegs, die westliche Richtung. Auch hier wurden Buchen gepflanzt und sie sind schwer zu erkennen. Zwischen diesen Gräsern und was da so rot blüht, das ist das Weidenröschen. Sieht ganz nett aus, aber das ist kein Wald. Und auch nicht der Wald der Zukunft, weil die Buchen, die werden nicht größer. Jedes Jahr kommen da die Hirschrudel und beißen oben den Leittrieb ab und dann entwickeln sich so komische Bonsai-Buchen, die eher buschförmig sind, wie so Hecken. Aber Bäume werden das nicht. In dem hohen Gras sehen Sie immer wieder so kleine grüne Tupfen. Das sind die Buchen, die vor gut 10 Jahren gepflanzt worden sind. Das Wäldchen, was Sie da im Hintergrund sehen, das ist schon viel älter als 10 Jahre. Das ist aber auch hinter Zaun entstanden, also auch geschützt vor den Rothirschrudeln und dann kann sich auch ein Wald entwickeln. 11.000 Buchen sind hier gepflanzt worden. 11.000 Stück und man sieht sie nicht. Sie sind alle verbissen, sie sind alle klein und mickrig und daraus kann doch kein Wald entstehen.